Hallöchen ihr Lieben, seid herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute mal wieder Golden Sun Dark Dawn. Wir sind hier auf der Weltkarte stehen geblieben. Gucken wir mal gerade, ob es hier vielleicht nicht was Interessantes zu sehen gibt, denn hier ist ja auf der Karte einiges zu sehen. An kleinen Ausbeulungen in der Weltkarte und die wollen wir natürlich nicht verlassen, verpassen und dementsprechend gehen wir die jetzt mal ansehen. Und vorher müssen wir natürlich hier dieses fiese Spinnengedöns wegmachen. Taranten hatten wir lange nicht mehr. Ich glaube, in den Ruinen von Konpa das letzte Mal und das ist ja schon echt eine Weile her. Und dann gehen wir mal hier rein, in diesen sehr schön detaillierten Wald, in die Kolima-Kreuzung. Und, irgendwie kommen wir hier nicht besonders weit. Oh, hi. Wie kommen wir denn da ran? Sag doch mal, Amiti, was können wir da machen, um an dieses Viech ranzukommen? Offenbarung? Okay, der braucht nicht. Wir müssen einfach nur hinhüpfen wahrscheinlich. Und dann schauen wir mal, keine Ahnung. Aber noch bisher sieht es nicht besonders gut aus. Okay. Gehen wir erstmal wieder zurück. Hier ist alles blockiert. Und dann müssen wir mal gen Norden. Ne, da ist nichts. Doch nicht gen Norden. Alles wieder zurück. Mal gucken, ob es in diesem Teil des Landes auch noch vielleicht hier ein bisschen was gibt. Ich bin mir jetzt sogar ziemlich sicher, dass es hier noch was gibt. Oh, okay. Angriff. Hier haben wir nochmal einen Wolf und eine Ratte. Ja. Ist ja auf jeden Fall wirklich sehr angsteinflößend. Weg mit dir. Und dann müssten wir jetzt auch, wenn es jetzt wieder ein Level abgeben sollte, müssen wir dann schon wieder mit der Aufteilung gucken. Schau mal, hier oben ist was. Was haben wir hier? Das ist Saha. Ich glaube, das wurde schon mal erwähnt. Naja, okay. Es sind gerade keine Händler da. Okay, interessant. Das fällt einem natürlich als erstes auf. Kleines Kind. Kolima, dieses verrottete kleine Dorf hier in der Nähe. Pah, es ist nicht einmal halb so schön wie Saha. Saha, dieses Dorf liegt... ist einfach ein Dorf. Und die Traumblätter ziehen regelmäßig Besucher an. Aber was sind Traumblätter? Okay. Ich glaube, ich habe da dunkel was in Erinnerung, Leute. War wohl relativ relevant. Was haben wir hier? Nichts Besonderes. Okay. Ja, ich habe ja schon längst aufgegeben, alle Kisten zu suchen. Aber für die 7 Münzen hat sich das jetzt gelohnt. Also auf der Map sehen wir, dass die Brunnen auch Eingänge sein können. Aber gehen wir mal hier kurz weiter. Aha, da geht's nicht raus. Wenn ihr nicht einschlafen könnt, empfehle ich euch ein Traumblatt. Ich muss unbedingt eins kaufen. Traumblatt. Diese Blätter wachsen an einem besonderen Baum in Kolima und garantieren jeden, der sie isst, angenehme Träume. Die Blätter sind bei vielen sehr begehrt. Wenn ihr mich fragt, hört sich das nach einer Droge an. Aber da haben wir noch mal ein kurzes Bild von den Traumblättern. Ja, genau. Und was hast du zu sagen? Ich bin hergekommen, um ein Traumblatt zu kaufen. Jetzt haben die einfach das Tor geschlossen. Was soll ich denn nun machen? Da ist ein Balken davor. Ich glaube nicht, dass wir da durchkommen. Aber ich würde mal sagen, okay, das hier scheint ein bisschen schwieriger zu sein. Wahrscheinlich kommen wir da durch. Und meine Intelligenz sagt mir, dass wir wahrscheinlich erstmal hier reingehen sollten. Und ich weiß wirklich nicht mehr... Oh, wir sind einfach runtergefallen, okay. Ich weiß jetzt wirklich ehrlich gesagt nicht mehr, wo, was und wie. Aber, oh, Venus. Ich hatte mir schon lange nicht mehr. Dann würde ich mal sagen, hier verschieben wir das Ding mal. Aber wir kommen hier tatsächlich nicht weiter. Das heißt, es war gut, hier zuerst reinzugehen. Man sollte immer zuerst dahin gehen, wo man nicht weiterkommt. Aber da oben, genau, man sieht, dass die Brücke, dass der andere Brunnen dort unten hinführt. Warum auch immer man in einem Dorf direkt zwei Brunnen hat. Ich will nicht meckern, die helfen mir schließlich nur. Und wir gehen auf jeden Fall erstmal zum anderen Brunnen. Und hüpfen da mal rein. Okay, dafür müssen wir erstmal hier ein Verschieberchen machen. Ja, dass ich jetzt erst in den linken reingegangen ist, hat mir natürlich ein bisschen Zeit gespart, weil sonst hätte ich jetzt hier wieder raus und dann in den linken, aber ja. Okay, und da sind wir nochmal in der Kanalisation von Saha. Und genau, hier müssen wir lang. Ja, die Map hilft einem da viel weiter. Nevermind, das können wir noch nicht überwinden. Oh, das ist uns gerade momentan überall im Weg. Ich hoffe, das kriegen wir bei den Piraten oder sowas. Oder auf jeden Fall bald, weil... Hä, wieso habe ich Greifer noch oben drin? Das ist natürlich jetzt gerade gut, aber irgendwie... Warum auch immer ich das jetzt noch habe. Na, egal. Auf jeden Fall wäre es gut, wenn wir bald diese großen Felsen zerstören könnten. Klettern wir hier mal hoch. Und kommen aus dem nächsten Brunnen wieder raus. Und dann sind wir im Dorf Kolima. Ja. Da hat die Barrikade ja nicht viel gebracht. Okay, hier sind viele Bäume. Ich glaube, Kolima hatten wir doch auch im ersten Golden Sun Let's Play, oder? Da sind wir auch schon auf den Bäumen rumgekraxelt. Haben wir da nicht sogar aufgehört? Das Tor ist zu, aber wieso? Entschuldigung. Das ist doch ein normaler Mensch hier. Diese Deppen aus Saha haben einfach das Tor geschlossen. Als ob man Albträume so einfach wegsperren könnte. Dummköpfe. Okay. Ich weiß jetzt nicht genau, was damit gemeint ist. Also, was mit den Albträumen wegsperren und so gemeint ist. Und ich weiß auch nicht, wieso, hier Menschen sind. Ich kann mich an meinen Traum von letzter Nacht nicht mehr erinnern.
Er muss traurig gewesen sein. Mein Kopfkissen war nass vor lauter Tränen. Hö, was ist mit ihr los? Die hat wirklich Albträume. Hust, hust. Oh, der Musiker. Hallo. Wanda. Ist das nicht sogar dieser eine, den sie gesucht haben? Den habe ich nämlich noch nicht gesehen. Ich habe ihn jetzt bloß erkannt, weil er ein sehr detailliertes Modell hat und ja. Nun, das stimmt. Ich bin Wanda. Ihr habt mich gesucht, um den Arangoa-Auftakt zu lauschen. Dem Arangoa-Auftakt zu lauschen. Jawohl. Ihr möchtet, dass ich zurück nach Billings reise, um mich wieder meiner Musikgruppe anzuschließen? Ja. Tut mir leid, aber der Arangoa-Auftakt muss warten. Ich bleibe so lange hier, bis ich den Rock zu Gesicht bekommen habe. Well, das heißt, wir können den Rock wohl nicht mit Zwetter bekämpfen. Was ist das für ein lila Baum? Was zum... Der sieht ganz schön verwuchert aus. Weißt du darüber was? Wisst ihr, was ich denke? Ich denke, dass der Baum der Träume um Hilfe ruft, aber dass ihm letztlich niemand helfen kann. Ja, achso, ich wollte mir noch durchlesen, was der Baum der Träume überhaupt ist. Baum der Träume. Dieser Baumgigant aus dem Wald von Kolima birgt die Traumblätter, bringt die Traumblätter hervor, deren Verzehr angenehme Träume garantiert. Aufgrund einer unbekannten Krankheit verursachen die Blätter nun schreckliche Albträume. Ha, also das ist jetzt ja schon relativ ungewöhnlich und dass da ein Fass ist, ist auch ungewöhnlich. Bitte sag mir, dass da was drin ist. Eine heilige Feder. Das ist cool. Aber jetzt möchte ich erstmal, bevor ich da direkt reinlaufe, nochmal mich ein bisschen im Dorf umgucken. Hier sind irgendwie einfach so random Lager. Wer auch immer seine Kisten und sowas ganz links im Dorf abstellt. Und ja, okay, noch ein paar Sachen. Hier ist nochmal wohl ein Kräuterladen, wie es aussieht. Und eine Kiste. Wie komme ich an die Kiste? Ich will die Kiste. Vielleicht muss ich da irgendwie von hinten reinlaufen. Aber wir können hier offenbar auch... Oh, wir können auf die Bäume. Das ist cool. Ja, Venus... Ist jetzt natürlich, ich meine, wir haben echt viele Venus-Djinn. Beziehungsweise wir haben unsere halt voll und die werden jetzt eh sowieso nur noch alle an Reef übergeben. Ja, wir brauchen einfach mehr Merkur-Djinn, als gerade da sind. Das ist die traurige Wahrheit. Okay, wie kommen wir über den Baum? Ich sehe hier einige Kisten, die ich gerne hätte. Aber nicht kriegen kann. Immerhin werden wir hier nicht angegriffen, das wäre echt lästig. Okay, hier geht's nicht weiter. Hier schon, das ist cool. Man sieht immer so die Absprungpunkte, die sind so ein bisschen markiert mit so erhellten Flächen. Da können wir runterrutschen, aber bevor ich das mache, gucke ich nochmal hier. Ist hier irgendwas? Da ist eine Kiste. Warum wird die mir nicht auf der Karte angezeigt? Jetzt wird sie es. Naja, egal. Okay, her damit. Ein paar frische Boots. Ich glaube, ich habe schon diese Schutzstiefel. Gucken wir mal. Die habe ich jetzt Amity gegeben. Ja. Yep. Habe ich die nicht sogar an? Kann er die nicht anlegen? Wieso kann er die nicht anlegen? Nicht anlegbar. Okay, gucken wir mal. Ich habe die. Ja, wusste ich doch. Tyrell würden sie die Geschwindigkeit wahnsinnig senken. Das ist natürlich blöd. Also die Stiefel sehen cool aus, aber die senken die Geschwindigkeit so wahnsinnig und heben die Verteidigung nur so ein bisschen. Deswegen werde ich die jetzt mal nicht anziehen. So, Glücksbrief haben wir immer noch. Und ja, dann gehen wir mal weiter. Jetzt kann ich da auch mal runterrutschen. Was auch immer hier ist. Ich glaube, geht's da rein? Da geht's in diesen komischen vergammelten Traumbaum rein. Ich weiß nicht, ob der vergammelt ist oder immer so aussieht, aber okay. Also hier kommen wir in dieses Haus, aber ich würde eigentlich viel lieber diese Kiste erstmal holen und dann diese Kiste unten beim Verkäufer kriegen. Hier ist ein bisschen Gold drin, nämlich 777 Münzen. Das ist 111 mal so viel wie in der anderen, keine Ahnung was das war, Kiste oder in dem anderen Topf. Okay, hier können wir auf jeden Fall nochmal weiter hochgehen. Und hier ist eine ältere Dame. Boah, sie ist ganz schön grau. Die Leute denken, dass unser Dorf verflucht ist, nur weil wir uns ab und zu in Bäume verwandeln und so. Ich hingegen denke, dass es eben diese kleinen unvorhergesehenen Veränderungen sind, die das Leben lebenswert machen. Ja, sehr, sehr durchdachte Aussage. Nichts Besonderes. Hier wird wahrscheinlich einfach nur ein bisschen Schrift drin sein. Ja, ja, ich werde mir jetzt nicht alles durchlesen, aber vielleicht, wenn ich einen Begriff sehe oder sowas, dann nehme ich den gerne mal mit, damit ich auch meine Enzyklopädie der Wörter voll kriege. Aber ich möchte natürlich auch alle Bücher oder sowas mitnehmen. Das ist der Wald von Kolima. Okay, ich glaube, da war, ja genau, da war Isaac mit drin. Und da werden wir vielleicht auch noch reinkommen. Nichts Besonderes. Okay, ja, ich höre auf, hier so Sachen zu durchsuchen. Sorry, Leute. Mich kurz hier ein bisschen verheddert in Durchsuchungen. Wir sind hier oben aber, glaube ich, noch nicht fertig, kann das sein? Denn wir haben hier immer noch diese Kiste, die ich jetzt natürlich schon geholt habe. Aber die Kiste bei dem Verkäufer drin, ich weiß nicht, vielleicht kriegt man die auch von der anderen Seite des Baumes. Wir sind schon ganz schön hoch dafür, dass wir nur ein Stockwerk hochgegangen sind. Man sieht nicht mal mehr das Dorf unten. Aber gut, gehen wir mal, ja, gucken, ob's... Ja, guck, da auf der Karte sieht man es. Bei dem Dorf hier gibt's, bei dem Baum gibt's noch einen anderen Eingang. Nämlich hinten rum. Okay, hab ihn irgendwie gekriegt.
Lager, also ich jetzt einfach ein Lager irgendwie. Bei Lagern habe ich immer das Gefühl, dass hier alles Mögliche sein müsste. Zum Beispiel ein Elixier oder so. Aber ne, klauen wir dem erstmal seine Chest, während er hier ganz friedlich hockt. Und danke für den Apfel. Lecker, lecker, ne? Ein Apfel am Tag hält den Doktor keine Ahnung wo. Und jetzt können wir erstmal gucken, wo es nach Norden hingeht. Ah, okay, wir kommen hier in den Wald. Da werde ich erstmal später hingehen. Jetzt gehe ich mal da unten kurz reingucken. Vielleicht auch lang, je nachdem, was da unten ist. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht mehr. Okay, kommt hier irgendwie eine Cutscene? Oh, der sieht damn sick aus. Und hier ist ein Hügel. Okay, Amity, was brauchen wir hier? Da muss doch irgendwas sein. Absolut gar nichts. Kann ich hier vielleicht diese Flöte spielen oder sowas? Ich meine, die war doch auch für Bäume gedacht. Habe ich die überhaupt noch? Baumflöte, tatsächlich. Okay, schöne Melodie, aber nichts geschah. Okay, das sieht erstmal relativ hoffnungslos aus. Dann würde ich mich jetzt erstmal der Mission annehmen, dass wir weiter gen Norden ziehen, durch den Wald. Und vielleicht hilft uns das ja näher an den Rock ranzukommen, weil das müssen wir bald machen. Hubala, das wollte ich gar nicht. Also, gehen wir mal kurz hier, genau, in den Wald rein. Wald von Kolima. Was haben wir hier? Nichts Besonderes. Bitter. Hier ist ein Haus. Gehen wir mal rein. Mit Wäsche sogar. Hallo, guter Mann. Seit dem Vorfall hat der Wald aufgehört zu wachsen. Wir alle machen uns Sorgen deswegen. Außerdem scheint irgendein Zauber auf ihm zu liegen, der es unmöglich macht, tief in den Wald vorzudringen. Oh, da bin ich aber mal gespannt. Was für ein Zauber. Also, ich habe dieses Spiel schon 2, 3 Mal, vielleicht sogar öfter durchgespielt, aber ich weiß nicht, wovon er redet gerade. Alter, sind wir jetzt hier in den Lost Woods oder was? Ja. Das ist, und das meint er wahrscheinlich auch mit dem Zauber. Wo muss man hier lang? Die Baumstümpfe verändern sich nicht. Ich kann hier Ewigkeiten hin und her laufen und komme nirgendwo hin. Wenn man mal die Map anguckt, ich springe einfach auch nur von links nach rechts. Okay, da muss es irgendein Geheimnis geben. Aber ja, ja. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht, was wir da machen müssen. Vielleicht müssen wir auch wirklich erst zu Briggs gehen. Weil das sieht jetzt ja hier relativ hoffnungslos aus. Schade eigentlich. Gibt's hier unten noch irgendwas? Hier ist einfach nur ein kleines Wäldchen. Mal gucken, ob es hier vielleicht noch irgendwelche speziellen Monsterchen gibt. Ja, schaut mal einer an. Ein Schleim. Der sich immer eben dupliziert hat. Ja moin. Das ist ganz schön fies. Na okay. Dann weg mit dir, du glibberiger Schleim. Triefschleim heißen die. Oder Triefschlamm. Triefschlamm, okay. Nummer 1 des Triefschlammes ist weg und Nummer 2 auch. Keine Level-Ups, also geht's wohl wieder zurück nach Kolima. Ein bisschen schade natürlich, aber ja, ja, und der wartet hier oben jetzt auch. Okay, hier können wir tatsächlich nicht viel machen. Aber auf jeden Fall, was wir auf jeden Fall machen können, ist mit Briggs reden und das würde ich auch jetzt auch erstmal gerne tun. Zum Brunnen geht's hier lang, okay. Gehen wir mal da rein, hopp. Ich hoffe, dass wir den Leuten hier helfen können. Einmal mit ihrem komischen Baum da und einmal mit dem Zauber, der da den Wald verdunkelt und undurchdringlich macht. Das wäre ja schon ziemlich nützlich, glaube ich. Und dann gehen wir jetzt erstmal wieder raus hier. Boink, ja. Das Krasse ist, normale Leute kommen hier ja auch gar nicht durch, weil normale Leute können diese Kiste gar nicht verschieben. Kein Wunder, dass das... Oh, warte mal, wir können mal kurz das Schild lesen. Was schreiben die Leute denn? Vorsicht, alte Brunnen sind gefährlich. Brave Kinder halten sich davon fern. Amt für Sicherheit der Stadt Saha. Als ob es dafür ein extra Amt gibt in diesem Haus, in dieser Stadt. Stadt natürlich. Gibt es nur 4 Häuser. Aber ein Amt für Sicherheit. Okay, na, dazu sage ich mal nichts und raus hier. Ja, vielleicht gehen wir nochmal weiter hier lang. Weil hier, oh, wir kommen zum Meer. Oh, guck mal da. Ein Monsterangriff. Okay, wir haben nochmal einen Tarantel und einen Triefschlamm. Dann machen wir die mal kurz platt. So, weg mit dir. Und das ist auch ein ziemlich schöner Hintergrund, muss ich sagen. Muss man natürlich auch mal erwähnen, dass es hier ziemlich schön aussieht. Und dann können wir jetzt mal dieses, was auch immer es ist, betreten. Hafen von Rago. Ah ja, okay. Hafen von Rago haben wir schon mal von gehört. Hat mehrere Ebenen. Und... Ich hätte schwören können, dass es den auch in Golden Sun von Game Boy Advance gab. Den Hafen von Rago, weil der... Ich weiß auch nicht. Kommt mir einfach sehr bekannt vor.
Okay, was, da oben haben wir eine Kiste auf dem Dach. Okay, sage ich mal nichts dazu. Aber kann man die vielleicht hier, hier kann man ja hochklettern. Ich sehe direkt solche Sachen wie irgendwelche komischen Kisten auf Dächern. Aber noch nicht mal irgendwie, hab noch nicht mal ausgecheckt, was es hier wirklich in der Stadt so zu sehen gibt. Aber egal. Schubsen wir mal die Kiste hier runter. Plomp. Ja. Zum Glück ist gerade keiner unten lang gegangen, das hätte bestimmt wehgetan. Und jetzt können wir ja wieder zurückgehen. Man muss auch immer die merkwürdigsten Routen nehmen, zum Beispiel über so einen Baum. Oh, eine Klaue. Ja gut, nehme ich gerne. Und dann verschieben wir das Ding mal. Das scheint später noch wichtig zu werden. Und deswegen ist es besser, wenn man das zuerst macht und dann später, ja, das schon fertig hat. Ja, gerade runterlaufen war noch nie meine Stärke. Oh, schwimmt die Kiste? Plomp. Ja, sieht gut aus. Oh, also bevor ich jetzt hier irgendwas Wichtiges in der Stadt mache, gucke ich erstmal, was mir das gebracht hat, dass ich diese komische Kiste hier verschoben habe. Okay, hier ist noch eine Kiste zum Verschieben. Boah, das führt einen ja hier richtig immer tiefer in den Bau des Hasen, oder wie man es nennt. Es gab doch irgendein Sprichwort, naja, egal. Kanal von Rago, ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe, aber auf jeden Fall, kann man hier rüberspringen? Ja, das Wichtigste immer zuerst. Manchmal werden Sachen auch nicht auf der Karte angezeigt, auch wenn sie da sind. Deswegen checke ich mal jetzt jeden Winkel ein bisschen genauer aus. Ja, okay, das bringt nichts. Das schon. Ja, wie auch immer die Sachen im Wasser stehen lässt, ist ja echt... Oh, wir werden angegriffen. Von Triefschlemmen. Die müssen natürlich schnell beseitigt werden. So. Kaplau. Alter. Ei, die machen ja alle hier krasse Angriffe, außer mir natürlich, aber ich habe das auch gar nicht nötig mit meinem Schwert. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier außen rum. Gibt es hier noch irgendwas? Ja, okay, das hätte ich gerade auch schon sehen können. Ja, ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wo ich hingehe. Okay, ich bin wieder draußen. Und das alles nur für eine Kiste. Okay, bitte sag mir, dass da was Krasses drin ist, irgendein Schwert oder ein Equip. Eine harte Nuss. Ah ja, die härten Nüsse sind ja quasi dafür da, uns zu härten. Guess what? Wo ist sie? Da. Und der Apfel auch. Der Apfel hebt die Attacke an. Wir hatten eine niedrige Attacke einsetzen. Also, 319 zu 275. Der hat sogar nur 373. Ey, ist ja noch schwächer, krass. Als Amiti gerade. Aber es liegt wahrscheinlich auch an den Waffen. 177. Der ist ja absolut schwach. Aber ich glaube, es liegt auch an den Djinn, mit dem er gerade equipped ist. Und eine harte Nuss hebt die Verteidigung an. Das machen wir auch gerade mal. Ja, dass er gerade die niedrigste Verteidigung hat, liegt wahrscheinlich wirklich nur an den Djinn. Wenn wir dem anständige Djinns geben würden, hätte der auch eine bessere Verteidigung. Deswegen gebe ich die jetzt mal Chiara. Und dann bin ich schon mal zufrieden. So, und dann können wir wieder zurück. Gibt es hier noch irgendwas an Außendings? Nur noch eine Kiste mit nichts Besonderem drin. Und dann gehen wir wieder rein. Ah ja, wieder rein. Und dann gibt es ganz oben noch einen Ausgang. Da gehen wir jetzt mal straight hin. Dass wir hier auch, genau, dass wir hier auch alles gesehen haben, bevor wir diese Kanalisation hier wieder verlassen. Oder den Kanal in dem Fall. Ja, ja. Der Schlamm will auch seine Aufmerksamkeit, aber okay. Kann man natürlich jetzt nicht sagen. Okay, weg mit dem. Ich glaube, die haben so 180 Leben oder sowas. Und dann müssen wir mal gucken, was da oben ist. Da ist nämlich eindeutig noch ein Weg. Aufgebogene Gitter, okay. Einmal rein. Und es geht weiter, okay. Also wir können hier hin. Ich muss jetzt wirklich jeden Winkel... Oh, das ist Stauwasser, oder? Krass, okay. Wenn die Schranken geöffnet werden, kommt eine Menge Wasser hier raus. Und was haben wir hier? Zerbrochene Leitern, zerbrochene Leitern. Zerbrochene Leitern, zerbrochene Leitern. Und eine heile Leiter. Okay, ganz am Ende. Na, immerhin. Besser als gar nicht. Wo führt uns das hin? Oh, man darf überrascht sein. Docks von Rago. Wir sind irgendwie in den Docks. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon möchte. Das ist jetzt ein ungewöhnlicher Weg, den wir hier gegangen sind. Und ich hatte gerade ehrlich gesagt keine Ahnung, dass es hier lang geht. Und da ist noch was im Wasser. Aber, also ich will ihn zwar gern haben, aber solange diese Schranken da hoch sind, wird das wohl nichts. Irgendwie sind uns alle Wasser-Djinn gerade blockiert. Oder Merkur in dem Fall. Was ein bisschen blöd ist. Aber kann man halt nichts machen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal wieder raus und wahrscheinlich später wieder rein, weil wir hier sowieso rein müssen, habe ich das Gefühl, aber okay. So ein ewig weiter Weg ist das jetzt ja nun auch nicht. Ja, okay, der kleinste Weg ist es auch wieder nicht, aber naja. Wir wollen dieses Möwengeschrei, das gibt ein richtig schönes atmosphärisches Gefühl. Haben sie gut gemacht und hier hat man sogar einzelne Schiffe, die man sogar betreten kann. Na, kleines Schiff, aber möchtest du das Schiff an den Dock sehen? Das Tor ist verschlossen. Echt?
Deshalb kannst du nicht hineingehen, sehen, aber es hört sich so an, als würden sie arbeiten. Okay, wir waren schon in den Docks. Sollten wir nur keinem verraten, weil das war, glaube ich, nicht ganz legal. Ich könnte schwören, im Dunkeln der Dämmerung sei ein Schiff eingelaufen. Ich frage mich, warum die Ankunft des Schiffes geheim gehalten wird. Das ist eine gute Frage. Und das werden wir uns gleich mal angucken. Aber erst gehen wir hier rein, denn hier gibt es Waffen. Und Waffen sind immer toll. Gucken wir uns einmal kurz an, ob der Händler hier gute Waffen hat. Ne, das war es eigentlich. Mehr muss ich nicht angucken. Der verkauft ja gleich beides. Und dann möchte ich das Video an der Stelle erstmal beenden. Okay, nevermind. Neulich kam ein Schiff hier angesegelt. Ich war anfangs ganz aufgeregt. Tja, am Ende stellt sich heraus, dass es lediglich Captain Briggs' alter Kahn war. Jeder, der viel Zeit auf See verbringt, hat viele Geschichten zu erzählen. Und mindestens eine davon handelt stets von Captain Briggs. Briggs mag schon etwas älter sein, aber sein Leben als Pirat hat ihn zäh wie eine Deckplatte, Planke gemacht. Schöner Vergleich. Wenn Briggs hier in Rago ist, dann bedeutet das für die Schiffsbauer nur eins: Geld. Und zwar viel Geld. Okay, dann danke für diesen Dialog. Die Türen scheinen wirklich verschlossen zu sein. Verschlossen. Ja gut, dann können wir das Video erstmal beenden. Wir haben schon mal viel vom Hafen von Rago gesehen und auch schon den Hafen selber, beziehungsweise die Docks. Und ich würde mich erstmal fürs Ansehen bedanken. Und lasst gerne einen Like, einen netten Kommentar oder einen Abonnement da. Und dann würde ich mal sagen, macht's gut, haut rein und ciao.